Meine Damen und Herren, wir kommen damit zum Tagesordnungspunkt 1. Das ist die Fragestunde. Sie sind alle wieder. Gut, okay. Ich rufe auf die Frage 1028, Herr Abgeordneter May. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, ich frage die Landesregierung, wie viele geflüchtete Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Studierende wurden mithilfe des Landesprogramms Hessenfonds für Flüchtlinge bereits unterstützt? Herr Minister für Wissenschaft und Kunst. Ja, Herr Abgeordneter May, meine sehr geehrten Damen und Herren, mithilfe des Landesprogramms Hessenfonds für Flüchtlinge konnten inzwischen insgesamt 4 Wissenschaftler, 10 Promovierende sowie 137 Studierende unterstützt werden, die an 10 unterschiedlichen Hochschulen des Landes tätig bzw. immatrikuliert sind. Zusatzfrage, Herr Kollege May. Herr Minister, könnten Sie auch sagen, wie viel Geld insgesamt für diesen Zweck schon zur Verfügung ausgegeben wurde? Herr Staatsminister Rhein. Ja, da muss ich kurz zusammenaddieren, weil vom letzten Stand der Frage zu diesem hat sich die Zahl positiv verändert und sie beläuft sich insgesamt auf 2,681,356 Millionen Euro und teilt sich auf natürlich die Stipendienmittel, die ausgereicht worden sind zwischen April 2016 und dem 31. März 2018, auf beispielsweise auch die Finanzierung von Informations- und Begleitprogramme und auf die Mittel für den Notfonds für in Not geratene Studierende. Ich komme zur nächsten Frage, das ist die Frage 1034, Frau Kollegin Faeser. Ich frage die Landesregierung, wie ist die unabhängige Haftberatung für Untergebrachte in der Hafteinrichtung des Landes zum Vollzug ausländerrechtlicher Freiheitsentziehungsmaßnahmen ausgestaltet? Herr Minister Beuth. Frau Abgeordnete, für den derzeitigen Betrieb der Abschiebehafteinrichtung wird die unabhängige Haftberatung im Sinne von § 15 Absatz 2 Satz 2 des Gesetzes über den Vollzug ausländerrechtlicher Freiheitsentziehungsmaßnahmen durch den Verein Jugendberatung und Jugendhilfe e.V. erbracht. Dieser Verein, der Erfahrung mit der Beratung und Betreuung von ausländischen Inhaftierten hat, ist seit Anfang April mit einer Mitarbeiterin zweimal wöchentlich für jeweils 2 Stunden in der Abschiebehafteinrichtung vertreten. Diese führt mit Untergebrachten zeitnah nach der Aufnahme Zugangsgespräche, in denen die Belange der Untergebrachten erörtert werden. Der Verein unterstützt die Untergebrachten bei der Auseinandersetzung mit der aktuellen Lebenssituation, begleitet die Unterbringung und gibt psychosoziale Hilfen im Krisenfall. Er leistet Hilfe bei der Kommunikation mit Behörden. Im zulässigen Rahmen berät er in ausländerrechtlichen Angelegenheiten und vermittelt den Untergebrachten Rechtsbeistände. Den Mitarbeitern des Vereins steht ein Arbeitsplatz bereit. Personenbezogene Daten, die Mitarbeiter des Vereins als Geheimnis anvertraut oder über Untergebrachte als Geheimnis sonst bekannt geworden sind, unterliegen gegenüber der Einrichtung und der Aufsichtsbehörde grundsätzlich der Schweigepflicht. Bei einer Kapazitätserhöhung der Haftplätze wird sodann basierend auf den gesammelten Erfahrungen über die Beteiligung weiterer Träger bei der Haftberatung entschieden werden. Zusatzfrage, Frau Kollegin Faeser. Danke schön. Ich habe eine Zusatzfrage. Inwieweit ist denn die Seelsorge für die Untergebrachten jetzt einbezogen worden in der Hafteinrichtung? Herr Staatsminister Beuth. Bei der Seelsorge bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob wir dort schon zu einem Abschluss gekommen sind. Wir sind aber mit den Kirchen im Gespräch über die Frage, wie wir das organisieren. Frage 1036, Frau Abgeordnete Geis. Da ist sie. Ich frage die Landesregierung, wie beurteilt sie die beratende Teilnahme von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Finanzministeriums an Stadtverordnetenversammlungen und Gemeindevertretungen zum Thema Hessenkasse, insbesondere vor dem Hintergrund, dass das Hessenkassegesetz als Gesetz der Fraktionen eingebracht wurde? Herr Staatssekretär. Ja, sehr geehrte Frau Abgeordnete Geis, gestatten Sie mir zunächst folgende Vorbemerkung.
Die für die Hessenkasse zuständigen Behörden, das sind das Ministerium der Finanzen, das Ministerium des Inneren und für Sport, die Regierungspräsidien als obere Kommunalaufsichtsbehörde und die Landräte als Kommunalaufsichtsbehörden, haben im Vorfeld der Antragstellung zur Hessenkasse mit rund 250 hessischen Kommunen konferiert und die Bedingungen und Möglichkeiten der Hessenkasse maßgeschneidert für jede Kommune ausgelotet. Bei einigen Kommunen haben die Bürgermeister ausdrücklich gebeten, die Informationen auch direkt in die kommunalen Gremien einzuspeisen und für Nachfragen der kommunalen Entscheidungsträger zur Verfügung zu stehen. Zur Frage selbst. Die Landesregierung beurteilt den Prozess des Dialogs auf Augenhöhe mit den hessischen Kommunen ausgesprochen positiv. Durch diese breit gefächerten Gesprächsangebote wird der Intention des Hessischen Landtages, wie sie nicht zuletzt auch in dem Gesetz über die Sicherung der kommunalen Selbstverwaltung bei der Gesetzgebung in Hessen, dem sogenannten Beteiligungsgesetz, zum Ausdruck kommt, in besonderem Maß entsprochen. Hierzu gehört auch, dass in Einzelfällen sowie auf besonderen Wunsch und auf Einladung der Kommunen Bedienstete der Landesregierung unmittelbar in den kommunalen Gremien vortragen. Die Kommunen haben das Interesse an und das Recht auf möglichst umfassende Informationen, auch und gerade, wenn es um künftige Gesetzesvorhaben geht. Nur so sind sie überhaupt in der Lage, im Beteiligungsverfahren sich zu den gesetzlichen Vorhaben substanziell auch zu äußern. Die Frage, ob es sich bei dem Gesetzeswerk um einen Gesetzesantrag der Landesregierung, der Regierungs- oder der Optionsfraktion handelt, spielt dabei keine Rolle. Okay, dann ist diese Frage beantwortet. Ich komme zur Frage 1037, Abgeordneter Degen. Ich frage die Landesregierung. Wird sich das Land Hessen am Projekt Musikland Hessen analog zum Literaturland Hessen beteiligen? Herr Staatsminister Rhein. Ja, Herr Abgeordneter Degen, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Antwort lautet ja. Herr Kollege Degen, Zusatzfrage. Vielen Dank für diese doch sehr knappe, aber immerhin kompakte Antwort, Herr Minister. Wie gestaltet sich denn die Unterstützung für das Projekt Musikland Hessen? Herr Staatsminister Rhein. Ja, dann muss ich dann doch ein bisschen ausführlicher antworten, was ich zu entschuldigen bitte. Das Ziel dieser Aktion ist es ja, die reiche musikalische Vergangenheit Hessens und das vielseitige aktuelle Musikleben nicht nur in den Großstädten, sondern eben auch in kleineren Orten und vor allem im ländlichen Raum sichtbar zu machen, aber vor allem hörbar zu machen. Und als geradezu lehrbuchmäßiges Netzwerkprojekt hat sich hier bei dieser Aktion wirklich jeder der Teilnehmer am Musiklandtag mit seinen Kräften und auf seine eigenen Kosten eingebracht. Und der HR2 hat dann die Dinge redaktionell sortiert. Teilnehmer waren und sind Musikinstitutionen, Verbände, Vereine, Gesellschaften, Archive, Hochschulen, Klangkörper, Festivals, lokale und regionale Initiativen und natürlich nicht zuletzt sehr viele ehrenamtliche Musikbegeisterte. Aus den Landesmitteln, nein, ich muss das noch vorweg senden, das Projekt Musikland Hessen ist gemeinsam mit dem Landesmusikrat und dem HR erarbeitet worden. Sie sind ja selbst als Vertreter oder als Vorsitzender des Hessischen Musikverbandes im Landesmusikrat und erarbeitet, wobei auch die Finanzierung ein wichtiger Bestandteil gewesen ist. Die Förderung ist danach gemeinsam entwickelt worden. Und wir haben die folgende Situation, dass aus Landesmitteln die Broschüre mit allen Veranstaltungen zum 6.5.2018 in Höhe von 6.600 Euro gefördert worden ist, sowie die gemeinsame Präsentation der hessischen Landesjugendensembles in der Landesmusikakademie Schlitz in Höhe von 7.700. Das heißt, wir reden also rund von 15.000 Euro für das Projekt Musikland. Frage 1038, Herr Kollege Degen. Ich frage die Landesregierung, wird sie gegen die einstweilige Anordnung des Verwaltungsgerichts Wiesbaden vom 5. April 2018, womit ihr 20 stellenwirksame Abordnungen für einen Zeitraum von 5 Jahren ins Kultusministerium ohne Beteiligung des Hauptpersonalrats untersagt wurden, vorgehen?
Herr Kultusminister Prof. Dr. Lorz. Herr Abgeordneter Degen, mittlerweile liegen uns die Entscheidungsgründe in dieser Angelegenheit vor. Und ja, die Landesregierung beabsichtigt, gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts Wiesbaden vom 5. April 2018 eine Beschwerde zum Verwaltungsgerichtshof Hessen einzulegen. Herr Degen, Zusatzfrage. Vielen Dank, Herr Kultusminister. Können Sie mir noch einmal darlegen, welche Gründe das Verwaltungsgericht anführte, um diese einstweilige Anordnung zu treffen? Herr Staatsminister Rotz. Herr Abgeordneter Degen, in der Tat beginnen die Probleme hier schon bei der Festlegung des Streitgegenstandes. Denn eigentlich ist das ein personalvertretungsrechtliches Beschlussverfahren. Das heißt, es geht um die Beteiligungsrechte des Personalrats. Das Verwaltungsgericht hat seine Entscheidung allerdings maßgeblich darauf gestützt, dass es die Maßnahme in der Sache für beamtenrechtlich nicht zulässig hält. Da sind wir anderer Auffassung. Wir werden aber beide Fragen, sowohl die prozessuale wie auch die materiellrechtliche, eben dann im Beschwerdeverfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof weiter austragen. Frage 1039, Abgeordneter Strube. Wo ist sie? Da. Ah, okay. Wann kann konkret mit den Ausbesserungsarbeiten der Schlaglöcher auf der L3219 und der L3473 bis zu der grundhaften Sanierung gerechnet werden? Herr Verkehrsminister Al-Wazir. Sehr geehrte Frau Abgeordnete Strube, es ist kein Geheimnis, dass Hessens Straßen teilweise einen unbefriedigenden Zustand aufweisen. Deshalb nutzen wir auch die zusätzlichen Mittel, die im Landesstraßenbauetat 2018 und 2019 bereitstehen, um unsere Sanierungsoffensive deutlich aufzustocken. Dabei gilt natürlich weiterhin unser Grundsatz, Investitionen in Sanierung und Erhalt gehen vor. Und Ihre Frage bestätigt mich in dieser Schwerpunktsetzung. Auch für Teile der L3219 und L3473 sind im Rahmen der Sanierungsoffensive Maßnahmen vorgesehen. Auf der L3219 ist eine Deckenerneuerung von Altenbauna bis Oberzweren auf einer Länge von ca. 1,3 Kilometer für 2020 geplant. Für die L3473 ist zwischen Kirchbauna und Altenbauna auf einer Länge von ca. 1,4 Kilometern eine grundhafte Erneuerung vorgesehen, Baubeginn geplant ebenfalls 2020. Bis dahin prüft die Straßenmeisterei im Rahmen wöchentlicher Streckenkontrollen den Zustand dieser Landesstraßen. Bei Bedarf werden schadhafte Stellen zeitnah ausgebessert. Vielen Dank. Frage 1040, Frau Abgeordnete Knell. Ich frage die Landesregierung, wann werden die von der EU-Verordnung zu den invasiven Arten geforderten Eindämmungs- und Bekämpfungsmaßnahmen für Waschbären in Hessen umgesetzt? Frau Staatsministerin Hinz. Sehr geehrte Abgeordnete Knell, nachdem die EU die entsprechende Verordnung erlassen hatte, haben Vertreterinnen und Vertreter des Bundesumweltministeriums, des Bundesamtes für Naturschutz und alle Länder gemeinsam Grundlagen für die Umsetzung der EU-Verordnung zu invasiven Arten erarbeitet. Es sind im Übrigen 37 gelistete Arten, Krebsarten, Pflanzenarten, Tierarten. Der Schwerpunkt lag hierbei, so wie es die Verordnung auch vorsieht, in der Verhinderung der Einschleppung und Ausbreitung von neuen invasiven Arten. Im Herbst 2017 wurde dann nach Vorabstimmungen in allen Ländern die von der EU vorgeschriebene Öffentlichkeitsbeteiligung für die Managementmaßnahmen durchgeführt. Diese endete am 20. November. Im Ergebnis mussten über 1.600 Einwendungen fachlich bewertet und gegebenenfalls eingearbeitet werden. Das ist nun abgeschlossen. Im nächsten Schritt müssen die Länder nun den Vollzug in ihren Hoheitsbereichen vorbereiten. In Hessen ist geplant, dass eine Veröffentlichung im Staatsanzeiger mit einem begleitenden Einführungserlass noch in der ersten Jahreshälfte 2018 stattfindet. Damit gehört Hessen zu den ersten Ländern, in denen die EU-Verordnung zu invasiven Arten konkret angewendet wird und die jeweiligen Zuständigkeiten der nachgeordneten Bereiche auf dem Erlassweg klar definiert werden.
Zusatzfrage, Frau Abgeordnete Knell. Ja, vielen Dank, Frau Ministerin. Ich habe noch eine Nachfrage. Hält die Landesregierung die geltende hessische Jagdverordnung für mit der EU-Verordnung vereinbar? Frau Staatsministerin Hinz. Die europäische Verordnung hebelt nicht die Jagdgesetze der Staaten aus und auch nicht der einzelnen Bundesländer, auch das Bundesjagdgesetz bleibt ja so bestehen, sondern es geht darum, dass vor allen Dingen die Arten, die invasiv sind und nur in Teilen Deutschlands vorkommen, dass sich die nicht weiter verbreiten. Der Waschbär, auf den Ihre Ursprungsfrage ja abgezielt hat, ist so weit verbreitet und etabliert, dass er gar nicht mehr zu entnehmen ist aus der Natur. Da kommt es darauf an, mit Maßnahmen zu ergreifen, wenn er die Artenvielfalt bedroht. Wir haben in der Rhön und in der Wetterau im letzten Jahr die Jagdverordnung, die Schonzeit, ausgesetzt und überprüfen dort mit einem Artenschutzmonitoring, ob das zu veränderten Populationen führt. Auch dieses ist eine Maßnahme von vielen in diesem Bereich der ganzen Managementmaßnahmen. Zusatzfrage, Kollege Warnecke. Liebe Frau Ministerin Hinz, wie begründen Sie Ihre gerade getätigte Aussage, dass es den Menschen nicht gelingen kann, die invasive Art Waschbär zu eliminieren, angesichts der Tatsache, dass Generationen vor uns den Luchs, den Wolf, den Biber, den Auerochsen, den Wisent, den Bären, den Hermelin ausgerottet haben? Und das wären nur einige wenige Arten von den Insekten, rede ich gar nicht. Was hindert den Menschen daran? Frau Staatsministerin Hinz. Also, Herr Abgeordneter Warnecke, es ist, glaube ich, unbestritten, jedenfalls ist es unter Artenschützern völlig unbestritten, bundesweit, dass der Waschbär, so wie er in Deutschland vorkommt, in seiner Ausprägung, in seiner Anzahl, nicht mehr so dezimiert werden kann, dass er dann als ausgerottet gelten kann. Dann müsste man mit entsprechenden Maßnahmen durchgreifen, die auch das Tierschutzrecht, das deutsche, aushebeln würde. Und dieses kann jedenfalls nicht Maßgabe sein und ist auch nicht Maßgabe seitens der EU-Verordnung, sondern auch die EU-Verordnung bzw. die EU-Kommission hat auf Nachfrage ja mitgeteilt, dass es nicht darum geht, jede Art, die invasiv ist, auszurotten, sondern dass es darum geht, insgesamt die Artenvielfalt zu erhalten und die Arten nur dort und so weit zu dezimieren, dass sie keine Bedrohung für andere Arten darstellen. Herr Kollege Kummer, Sie haben das Wort für die nächste Frage. Frau Ministerin, darf ich der längeren Antwort entnehmen, dass Sie der Meinung sind, dass es ginge, wenn man wolle? Frau Ministerin Hinz. Nein, dieser Meinung bin ich nicht. Wir kommen zur Frage 1041, Herr Abgeordneter Warnecke. Ich darf die Landesregierung fragen, wie hoch ist der Prozentsatz der Schulen in Hessen, die über eine sogenannte 105-prozentige Lehrerversorgung verfügen, gemessen an der Gesamtzahl der hessischen Schulen? Herr Kultusminister. Abgeordneter Warnecke, ich darf zunächst noch einmal an die seit Einführung der 105% zum Schuljahr 2013/14 unverändert geltende Verteidigungsregelung erinnern. Nach dieser erhalten alle hessischen Schulen ohne Ausnahme eine garantierte Zuweisung von 104% der Grundunterrichtsversorgung. Das ist sozusagen der absolute Sockel, der Minimumbetrag, den jede hessische Schule bekommt. Dieses Minimum wird auf 105% hochgesetzt für alle selbstständigen Schulen im Rahmen des großen Schulbudgets. Da reden wir derzeit von 122 Schulen von 1.806, also von 6,75%. Aber auf dieses Minimum kommen dann noch die ganzen Sonderzuweisungen.
Und ich nenne jetzt nur mal exemplarisch die 540 Stellen für die sozial indizierte Lehrerzuweisung, weil das auch eine Zuweisung ist, die die Schulen nur aufgrund ihrer Situation und ohne weitere Zweckbindung erhalten. Und wenn wir die mit einbeziehen, dann sind wir schon bei 592 Schulen von 1.806, also bei 32,8%, die über die 105% kommen. Das heißt, allein nur mit dem Sozialindex liegt schon ein Drittel der Schulen bei oder über 105% Zuweisung. Dazu kommen der Integrationsindex mit seinen 250 Stellen, die 709 sozialpädagogischen Fachkräfte, die 2.500 Stellen für Förderung von Zuwanderern, 2.600 Stellen für das Ganztagsprogramm, 2.400 Stellen für die inklusive Beschulung. Wenn Sie das alles mit einrechnen, sind wir bei einer durchschnittlichen Lehrerversorgung in Hessen von 127,6%. Nächste Frage, Herr Abgeordneter Greilich mit der 1045. Nee. Halt, Entschuldigung, Herr Warnecke hat noch eine Frage. Herr Schalauske kommt jetzt. Hier muss ich etwas korrigieren. Herr Schalauske, Frage 1043, bitte schön, Sie haben das Wort. Die Kollegin Wissler. Na gut. Was mit 1042? Na, so. Damen und Herren, Entschuldigung, Herr Schalauske, die Frage 1042 wird mit Top 98 der Aktuellen Stunde der FDP aufgerufen. Deswegen kommen Sie jetzt sofort dran. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage die Landesregierung, wie beurteilt sie den Sachverhalt, nachdem im Rahmen des Privatisierungsprogramms Leo I unter Roland Koch 2005 verkaufte Gebäude des ehemaligen Sozialministeriums in der Dostojewski-Straße auch nach dem Auszug des Ministeriums weiterhin jährlich 2,8 Millionen Euro Miete gezahlt sowie ein nicht unerheblicher Teil der Sanierungskosten vom Land übernommen werden muss? Herr Staatssekretär Dr. Worms. Herr Abgeordneter Schalauske, zunächst darf ich anmerken, dass ich die Jahresnettomiete für das ehemalige Gebäude des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration auf 1,5 Millionen Euro beläuft, die weiterhin an den Vermieter zu zahlen sind. Bei dem von Ihnen genannten Betrag handelt es sich um die Jahresbruttomiete. Bei dem Leerstand des Gebäudes fallen jedoch deutlich geringere Betriebskosten an. Ein gewisser Leerstand eines Dienstgebäudes ist bei dem Auszug einer Dienststelle und der Nachnutzung durch eine andere Behörde nicht zu vermeiden, da je nach Zustand des Objekts aufgrund der Dauer der bisherigen Nutzung eine mehr oder weniger aufwendige Herrichtung für den neuen Nutzer erforderlich ist. Im vorliegenden Fall wurde das Gebäude seit seiner Erbauung Ende der 70er Jahre durchgehend von Landesdienststellen genutzt, ohne dass größere Sanierungsmaßnahmen vorgenommen worden sind. Die Übernahme der Sanierungsmaßnahmen im Gebäudeinneren durch das Land, die Unterhaltung des Gebäudes in Dach und Fach obliegt dem Vermieter, hat sich bei der Immobilientransaktion des Jahres 2005 für das Land wirtschaftlich in einem Gesamtkaufpreis für das Immobilienportfolio von 1 Milliarde 70 Millionen Euro niedergeschlagen. Zusatzfrage als nächstes, Herr Kollege Schmidt. Herr Staatssekretär, wann würde oder wird denn mit der Sanierung im ehemaligen Sozialministerium begonnen? Herr Staatssekretär. Abgeordneter Schmidt, dazu kann ich Ihnen noch keinen genauen Termin nennen. Ursprünglich war geplant, nachdem der Umzug feststand, eine Unterbringung der Zentrale und der Niederlassung des Landesbetriebs Bauen und Immobilien in Hessen. Mittlerweile liegen aber andere Bedarfs- und Nutzungswünsche anderer Ressorts vor, sodass die zunächst einmal geprüft und in eine Konzeption einmünden müssen. Wir gehen davon aus, dass bis zum Ende des Jahres eine entsprechende Konzeption vorliegt, Entscheidung getroffen worden ist und je nachdem, wer dort nachzieht, muss auch eine entsprechende Sanierung vorgenommen werden. Zusatzfrage, Herr Kollege Schalauske. Aber ich habe Sie doch richtig verstanden, dass bis zu einer etwaigen Nachnutzung, über die noch nicht entschieden ist, die sich Richtung Ende des Jahres abzeichnet, die Mietzahlung und auch die Sanierung für ein leerstehendes Gebäude unternommen werden. Herr Staatssekretär. Da haben Sie nicht missverstanden, aber ich habe darauf hingewiesen, dass ein solcher Vorgang nicht unüblich ist nach dem Auszug einer Behörde und vor dem Neuanzug einer neuen Behörde.
hätte dann eine Frage weitergeben müssen. Herr Kollege Kummer, Zusatzfrage. Ja, ich frage noch die Landesregierung, Herrn Staatssekretär Dr. Worms. Herr Dr. Worms, würden Sie in Kenntnis der heutigen Umstände die Entscheidung, die seinerzeit getroffen wurde zum Verkauf, heute mit gutem Gewissen wieder treffen? Herr Staatssekretär. Der Verkauf damals ist ja nicht aus der hohlen Hand geschöpft worden, sondern war Gegenstand einer ausführlichen Wirtschaftlichkeitsberechnung, die dargelegt worden ist und die auch vom Rechnungshof bestätigt worden ist. Insofern habe ich die Entscheidung nicht zu kommentieren. Ich halte sie nach wie vor für richtig. Wir kommen zur Frage 1044, Herr Abgeordneter Warnecke. Ja, lieber Herr Präsident, ich darf die Landesregierung fragen, sind bereits Planungsschritte für die Ortsdurchfahrt Oberstoppel im Zuge der Landesstraße 3431 in der Marktgemeinde Hauneck nach dem ersten Entwurf erarbeitet worden? Herr Verkehrsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Warnecke, zunächst eine kleine Vorbemerkung. Ihre Frage ist leider etwas irreführend. Oberstoppel ist nämlich ein Ortsteil der Marktgemeinde Haunetal und nicht, wie von Ihnen beschrieben, der Gemeinde Hauneck. Und dann muss ich zugeben, dass ich etwas überlegen musste, was Sie mit dem ersten Entwurf meinen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Sie damit die Dringlichkeitsreihung zur Aufstellung der Sanierungsoffensive meinen aus dem Jahr 2015. Ein anderer erster Entwurf ist mir nicht bekannt. Zu Ihrer Frage. Wie Sie wissen, sind im Rahmen der Sanierungsoffensive 2016 bis 2022 alle Maßnahmen nach den bekannten 5 Kriterien, das heißt Verkehrssicherheit, Verkehrsqualität, Verkehrsbedeutung, Wirtschaftlichkeit und Umfeldsituation bewertet worden. Die Ortsdurchfahrt Haunetal-Oberstoppel im Zuge der L3431 lag in der Dringlichkeitsreihung zur Aufstellung der Sanierungsoffensive unter der von uns intern sogenannten Abschneidegrenze und konnte somit nicht in die Sanierungsoffensive aufgenommen werden. Sie gehört auch nicht zu den zusätzlichen Landesstraßenbauprojekten im Doppelhaushalt 2018-19. Leider können wir nicht jede Ortsdurchfahrt realisieren, sondern müssen Priorisierungen vornehmen. Im Rahmen des regulären Straßenbetriebsdienstes wird Hessen Mobil den verkehrssicheren Zustand der Ortsdurchfahrt selbstverständlich sicherstellen. Zusatzfrage, Herr Warnecke. Lieber Staatsminister, Sie haben natürlich recht, es muss Haunetal heißen, zumal Hauneck keine Marktgemeinde ist. Also insofern. Jetzt zur Frage. Sind denn schon konkrete Planungen zur grundhaften Sanierung innerhalb der Struktur Hessmobils vorgenommen worden? Herr Abgeordneter, nein, weil, wie gesagt, wir machen sozusagen die Sachen, die jetzt im Rahmen der Sanierungsoffensive benannt worden sind, plus die Maßnahmen, die im Laufe der Zeit noch dazugekommen sind, wie beispielsweise im Haushalt jetzt 2018-19. Im Zuge der L3431 im Bereich der Marktgemeinde Haunetal ist bereits die Haunebrücke saniert worden. Die Instandsetzung der Unterführung der Bahn in Haunetal-Neukirchen wird in 2019 folgen. Hier wird im Anschluss vor und hinter dem Bauwerk die Decke der Fahrbahn auf 350 Meter mit erneuert. Sie sehen Schritt für Schritt, aber jetzt in der konkreten Frage nach der Ortsdurchfahrt Oberstoppel gibt es noch keine Vorarbeiten. Und noch eine Zusatzfrage, Herr Kollege. Dann darf ich Sie noch abschließend fragen, Herr Staatsminister, gibt es denn eine ungefähre Datumsangabe, wann damit zu rechnen ist, dass die zweifelsohne erfolgen müssen, eine grundhafte Erneuerung oder grundhafte Sanierung erfolgen muss? Herr Staatsminister. Bisher nicht. Wie gesagt, der verkehrssichere Zustand wird von Hessenmobil immer sichergestellt. Aber ich sehe ja an Ihren vielen Fragen nach dem Fortgang der Sanierungsoffensive, dass Sie die Sanierungsoffensive ja grundsätzlich gut finden müssen. Sonst würden Sie mich ja nicht in jeder Plenarwoche danach fragen. Und deswegen kann ich Ihnen nur sagen, wenn ich weiter die Verantwortung trage, wird auch die Sanierungsoffensive fortgesetzt.
Frage 1045, Herr Abgeordneter Greilich. Ich frage die Landesregierung, welche Maßnahmen sind derzeit in Planung oder wurden bereits zur Unterstützung und Information der Schulen zur Umsetzung der EU-Datenschutzgrundverordnung getroffen? Herr Kultusminister Prof. Dr. Lorz. Herr Abgeordneter Greilich, das Kultusministerium hat seinen administrativ tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den staatlichen Schulämtern Hinweise zur Umsetzung der EU-Datenschutzgrundverordnung im Geschäftsbereich des Hessischen Kultusministeriums an die Hand gegeben. Entsprechende Hinweise zur behördeninternen Umsetzung wurden am 14. Mai 2018 an die staatlichen Schulämter übermittelt. Diese Hinweise werden zudem im nichtamtlichen Teil des Amtsblattes Juni 2018 sowie auf dem Mitarbeiterportal, also dem sogenannten Intranet des Kultusministeriums, erscheinen. Für die Schulen wird es einen Hinweis in der Publikation Schule aktuell geben. Und natürlich steht das Kultusministerium in den regulären und bewährten Aufsichts- und Besprechungsstrukturen in ständigem Kontakt mit seinen nachgeordneten Stellen, sodass für die Beachtung des Datenschutzrechts Sorge getragen wird. Zusatzfrage, Herr Kollege Greilich. Herr Minister, wie erklären Sie, dass diese Hinweise zur behördeninternen Umsetzung just nach Eingang meiner Frage übermittelt worden sind? Und halten Sie es für ausreichend, dass eine behördeninterne Anweisung 14 Tage oder nicht einmal 14 Tage vor Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung in einem Umfang von 10 Seiten an einen ausgewählten Kreis von Schulverwaltungsstellen und einige wenige Schulen gegangen ist? Die meisten wissen bis heute nicht, was Sache ist. Herr Kultusminister. Herr Abgeordneter Greilich, ich bin dankbar, dass Sie auf den Umfang dieser ja auch nicht ganz unkomplexen Hinweise noch einmal aufmerksam machen. Denn ich glaube, allein daran sieht man schon, dass das nicht in Reaktion auf Ihre Frage erarbeitet worden ist, sondern das Ergebnis eines langen internen Beratungs- und Abstimmungsprozesses, in dem natürlich vor allem die Datenschutzexperten sowohl unseres Hauses wie auch der staatlichen Schulämter eingebunden waren. Das heißt, das, was da jetzt verschriftlicht worden ist und als Handlungsanweisung vorliegt, ist den damit betrauten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schon aus vielen Besprechungsrunden und gemeinsamer Erarbeitung bekannt. Ich komme zur Frage. Kollege Greilich hat noch eine Nachfrage. Ich habe es nicht gesehen. Herr Kollege, Sie haben eine weitere Nachfrage. Herr Minister, ich nehme ja erfreut zur Kenntnis, dass auch vorher schon gearbeitet wurde. Das habe ich eigentlich erwartet. Ist vielleicht der Zeitpunkt der Veröffentlichung dann doch in einem zeitlichen Zusammenhang zu sehen? Und vor allem haben Sie meine Nachfrage nicht beantwortet, wie Schulen innerhalb dieser kurzen Frist bis Ende dieser Woche die Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung umsetzen sollen. Herr Kultusminister. Herr Abgeordneter Greilich, die Wahl des Datums war, wie in Ihrer Frage eigentlich selbst anklingt, natürlich von dem Inkrafttreten der EU-Datenschutzgrundverordnung diktiert. Also in diesem Falle ein Gebot des höherrangigen Rechts und nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit den parlamentarischen Abläufen hier in diesem Hohen Hause. Und da diese Hinweise, wie ich schon sagte, ausgesprochen komplex sind, ich gehe davon aus, dass Sie sie kennen, und daher sich natürlich auch unmittelbar vor allem nur den Juristinnen und Juristen erschließen, die eben mit dem Datenschutzrecht befasst sind, ist das etwas, wo wir sowieso auf die Beratungsstrukturen der staatlichen Schulämter für unsere Schulen setzen müssen, deswegen etwa auch der Hinweis in Schule aktuell. Das ist etwas, was ich glaube, ich von einer Schule nur aufgrund der Lektüre der entsprechenden Rechtstexte nicht erwarten darf. Ich rufe auf die letzte Frage für heute, 1046, Frau Abgeordnete Wolf. Ich frage die Landesregierung, welche Schritte plant sie für 2018 bei der Weiterentwicklung des Tourismuslandes Hessen, insbesondere vor dem Hintergrund der positiven Entwicklung der Übernachtungszahlen, die im vergangenen Jahr erneut einen Höchststand von 34 Millionen erreicht haben und im achten Jahr in Folge gewachsen sind? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrte Frau Abgeordnete Wolf, Tourismus ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor, gerade für ländliche Regionen in Hessen. Deshalb zielt die Tourismuspolitik in Hessen darauf ab, die positiven sozioökonomischen Effekte des Tourismus für das Land zu sichern sowie qualitativ und nachhaltig auszubauen. Das gelingt uns unter anderem, indem wir die Kultur-, Freizeit- und Gesundheitsinfrastruktur gerade in ländlichen Regionen erhalten. Wie auch von Ihnen angesprochen, entwickeln sich die Übernachtungszahlen in Hessen sehr positiv. Das drückt sich auch in den Beschäftigungszahlen aus.
So waren 2017 rund 230.000 Arbeitsplätze direkt oder indirekt vom Tourismus abhängig. Das sind 10.000 mehr als im Jahr 2015. Die wesentlichen Schritte für die Weiterentwicklung des Tourismus werden im tourismuspolitischen Handlungsrahmen von 2015 für den Zeitraum bis 2020 festgehalten. Konkret bedeutet das: Für alle Destinationen, die die Anforderungen unseres Handlungsrahmens an wettbewerbsfähige Destinationen erfüllen, haben wir im Haushaltsplan 2018-2019 Landesmittel bereitgestellt. Die Grimm-Heimat Nordhessen erfüllt die Anforderungen schon seit 2017. Für 2018 erwarten wir, dass noch zwei weitere Destinationen von den Fördermitteln profitieren könnten. Wir entwickeln die Verordnung über die Anerkennung als Kur-, Erholungs- oder Tourismusort noch in diesem Jahr so weiter, dass zukünftig noch mehr Kommunen die Möglichkeit erhalten, als Tourismusort anerkannt zu werden. Ab Juni 2018 werden sämtliche Qualitätsinstrumente wie Reisen für alle, die DEHOGA-Sterne-Klassifizierung oder Hessen à la carte in einer Initiative namens Qualität kompakt gebündelt. Damit haben die Betriebe zukünftig nur noch einen zentralen Ansprechpartner. Und viertens, wir unterstützen die Ausrichtung des 2019 in Wiesbaden stattfindenden internationalen Forums für Reiseeinkäufer des German Travel Marts mit bis zu 250.000 Euro. Also insgesamt sind wir da auf einem sehr, sehr guten Weg. Und ich muss zugeben, dass auch vor Ort inzwischen erkannt wird, dass Zusammenarbeit auch nützt. Wenn Sie an die lange Diskussion beispielsweise zwischen den Landkreisen Bergstraße und Odenwald denken über eine gemeinsame Destination, und da sind wir jetzt auch auf einem ganz guten Weg. Also ich glaube, es geht an dieser Stelle voran. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Warnecke. Herr Staatsminister Al-Wazir, angesichts der genannten 34 Millionen Übernachtungen, wie viele entfallen denn davon auf den ländlichen Raum? Herr Staatsminister, bitte. Also wir haben in Hessen ja die Situation, dass wir beides sind. Wir sind sozusagen Geschäfts- und Städtereiseziel und Urlaubsziel im ländlichen Raum. Und manche können sich es kaum vorstellen, aber ich weise immer wieder darauf hin, dass diese 34 Millionen Übernachtungen mehr sind als beispielsweise in Berlin oder in Mecklenburg-Vorpommern, die einem ja so einfallen würden, wenn man über Städtereisen oder Urlaubsland nachdenkt. Insofern kann ich Ihnen sagen, dass wir eine insgesamt positive Entwicklung haben. Wir haben natürlich an manchen Punkten auch ein Problem. Das sind vor allem die Bäder, die alten Kurbäder. Da gibt es teilweise noch viel zu tun. Wenn ich das mal so sagen darf, deswegen ist klar, dass ein großer Teil des Zuwachses natürlich auch im städtischen Bereich stattfindet, aber wir sind auch im ländlichen Bereich, wie ich finde, auf einem ganz guten Weg. Wenn Sie sich jetzt beispielsweise mal betrachten, die Landesgartenschau, die Neuordnung des Kurparks in Bad Schwalbach beispielsweise, ist auch mit Tourismusfördermitteln des Landes passiert. Drumherum gibt es dann auch wieder Gedanken, Hotels, die bis vor kurzem leer standen, dann auch mal wieder sozusagen in Betrieb zu nehmen. Also da haben wir auch ein paar ganz gute Beispiele, wie Bereiche im ländlichen Raum, denen es lange schlecht ging, wo es eigentlich von Jahr zu Jahr schlechter wurde, auch wieder besser werden können. Aber wie gesagt, wir haben noch viel an dieser Stelle zu tun. Das ist aber gar nicht so schlecht. Und wir sehen an manchen Punkten auch wirklich gute Erfolge, auch im ländlichen Raum. Zusatzfrage, Herr Kollege Lenders. Herr Staatsminister, gibt es denn, weil Sie gerade die Bäder ansprechen, Überlegungen seitens der Landesregierung, das Prädikat Bad irgendwelchen Gemeinden abzuerkennen? Herr Minister. Nein, das gibt es nicht. Natürlich ist klar, dass die unterschiedlichen Klassifizierungen auch teilweise immer wieder neu erworben werden müssen nach einem bestimmten Ablauf, aber das Bad bleibt das Bad. Soll ja auch mal vor 100 Jahren fast zu Bad Offenbach gekommen sein. Das ist dann aber nicht passiert. Das wäre eine Aktuelle Stunde wert. Okay. Keine Zusatzfragen mehr über Urlaubsland Hessen. Dann kann ich für heute die Fragestunde schließen.